Lena Sanegnis, 44, gab vor einigen Wochen bekannt, dass sie sich eine TV-Auszeit nimmt. Aus einem Emot jetzt meldete sich die beliebte RTL-Moderatorin endlich bei den Fans zurück. Sanegnis ist für viele nicht mehr aus der TV-Welt wegzudenken. Nachdem sie jahrelang Explosiv, das Magazin moderiert hatte, übernahm sie Ende 2019 Extra, das Ad. Doch vor einigen Wochen mussten sich die Fans von der 44-Jährigen verabschieden. Und zwar aus einem traurigen Grund: ihr Vater ist an Alzheimer erkrankt und RTL erklärte, dass sich die Moderatorin zur Pflege ihres Vaters eine Auszeit nehmen würde, heißt es in dem offiziellen Wochenlang. Hörte man von Sanegnis dementsprechend nichts. Auch ihre Social-Media-Profile standen still, bis jetzt, denn die 44-Jährige meldete sich vor wenigen Stunden endlich wieder zurück zu einem Selfie-Schnipsel. Logisch, dass sich die Follower der Moderatorin riesig über das kleine Lebenszeichen freuen. Innerhalb kürzester Zeit wurde ihr Beitrag bereits über 10.000 Mal geleakt. Auch Promis wie Evelyn Burdecki oder Marco Schreil kommentierten Sans Selfie. Der Moderator zeigte sich besorgt. Die Frage ist doch: wie geht es euch? Wann und wie Sanegnis wieder im TV zu sehen sein wird, ist bislang noch nicht offiziell bekannt. Auch wenn sich die Fans wahrscheinlich wahnsinnig über ein baldiges Comeback freuen würden, steht für die 44-Jährige verständlicherweise derzeit ihre Familie im Vordergrund. Wir wünschen der ehemaligen Let's Dance-Kandidatin und ihrer Familie alles Gute.